Wir gehen jetzt miteinander den Weg von der Spielergarderobe in die Rod Laver Arena. Aus dieser Garderobentür kommt also der Roger Federer einmal raus und läuft dann hier vorne. Eskortiert wird er hier dabei immer von 2 bis 3 Leuten. Einmal rechts abbiegen. Und hier hinten schauen. Hier schreiben sich die Spieler immer für die Trainingssession ein. Hier hinten geht es zum Players Restaurant. Wir laufen jetzt aber hier einmal gerade führen. Hier steht dann einmal eine Wand und die letzten Spielerinterviews werden noch gemacht. Wenn wir links abbiegen, da geht es hinter zum Medienraum. Die Spieler laufen dann aber rechts weg. Und jetzt kommt der berühmte Walk of Fame, wo auch der Roger sagt, sie jedes Mal wieder speziell da durchzulaufen vor einem Match. Sich nochmal zu sammeln. Die Taktik ist dann hoffentlich schon bereitgelegt, sonst wäre es nicht so gut. Da kommt dann bald sein eigenes Bild. Kann er nochmal sich in Erinnerung rufen, wenn er das letzte Mal gewonnen hat. 2012 war er also noch gut passen. Dann geht es hier weiter. Hier an dieser Wand passieren nach dem Spiel einmal die Interviews mit dem Schweizer Fernsehen und dem Heinz Günthardt. Vor dem Spiel geht es dann aber hier runter. Hier wartet es dann nochmal. Letzte Sekunde, wie es vom Stadion Spiker ausgerufen wird. Und dann geht es ab ins Stadion. Normalerweise den tosenden Applaus. Bei mir jetzt natürlich nicht, hat auch keine Leute. Dann geht es hier vorne. Ich nutze die Gelegenheit jetzt gerade mal. Ich hocke mich hier einfach mal frech hin. So. Könnte man sich also gewöhnen an den Ausblick. Die Medienleute hocken sonst einmal hier auf diesen Plätzen. So. Ich hoffe, heute hat euch allen gefallen. Mir gefällt es auch hier. Ihr könnt noch ein bisschen hocken bleiben.